Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwänge, genommen rüber zu denken oder zurück zu einem Part. Und das hier, zu einem Stream, zu einer neuen Aufzeichnung. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben einen deinen Bosskampf geschafft. Okay. Ich verdurst dich. Also bin ich vom Waterfall drüben hierher gekommen, um zu trinken. Ah ja. Ja, das Ende habe ich euch ein bisschen reingeschnitten, wie ich halt hier an deinen Becher mit Wasser ist wie beim Wasserspender. Okay. Hier haben wir dann an deinen noch gerettet. Jo, ich würde mal sagen, lass uns weitergehen. Der Anblick eines eigenartigen Labors an einem Ort wie diesen. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Hotlands Laboreingang. Okay. Gibt es ein Labor? Punkt. Entschuldige, Antein. Nun, meinte, hier ist in der Umgebung wäre ein Mensch. Also, deshalb blockieren wir von der Königsgarde derzeit diese Aufzüge. Ja, obwohl die Aufzüge nicht mal funktionieren, geben wir unser Bestes für Frau Antein. Ja, einen Menschen habe ich hier nicht gesehen. Kein Mensch hier. Und wen haben wir hier? Okay. Tralala, ich bin der Flussmann. Und die Flussfrau, es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Jo. Wohin geht's heute? Snowden Waterfall. Oh. Einmal zum Waterfall, bitte. Los geht's. Okay, jetzt können wir hin und zurückfahren, oder wie sieht's aus? Shortcuts zwischen den Orten. Tralala ist jeden Tag ein Pilz. Warum? Jetzt weiß ich nicht, dass du mir zuhörst. Ja. Der Fährmann. Kommt doch mal wieder vorbei, Tralala. Jetzt werden wir wieder hier. Ist gut, weil ich wollte noch was ausprobieren. Ich wollte noch was zeigen. Und was vergessen habe. Bin ich ja mal glatt dran vorbeigelaufen. Mal schauen, ob ich es jetzt mal schaffe hinzukommen. Ob ich jetzt den Weg finde. War das hier oder? Irgendwo auf dieser Lichterstrecke war das. Da gibt es noch einen Ort, den wir besuchen können. Hier nicht. Hier. Ich muss mal gerade für mich ein bisschen leiser machen. Meinte, hier könnte man doch. Könnte man doch unten. Irgendwo konnten wir doch hier noch. Da gab es irgendwo noch einen Geheimpfad. Sekunde, ich guck doch gerade mal nach, wo wir schon mal hier sind. Sekunde. Ist ein bisschen versteckt.
Und das finden wir doch. Hier, hier geht's so hoch. Sollen wir hier in die Richtung gehen? Ja, so war das. Hier lang. Das habe ich beim ersten Mal ausgelassen. Weil ich hier den Pilz angemacht habe. Hier bin ich hoch. Hab dann gleich den nächsten Pilz angemacht und bin dann halt hier wieder runter. Aber hier würden wir hier lang gehen. Hier, sehr schön. Hoi, willkommen in Temdorf. Hoi, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund, Tammy. Hoi, ich bin Tammy. Das ist mein Freund, Tammy. Hoi, ich bin Tammy. Vergiss nicht, mein Freund. Hi, ich bin Bob. Alles klar. Du fühlst irgendwas. Du bist erfüllt von Determination und fragst dich, was das bedeutet. Termindorf gespeichert. Hoi, du sollst den Temmschraub besuchen. Ja, ja. Ich stimme zu. Besuche den Temmschraub. Menschen sind so putzig. Selber. Tem beobachtet Ei. Ei wird schlüpfen. Tem stolze Eltern. Sandy cute. Es ist hart gekocht. Ja. Gut. Och. Sehr schön. Tem hörte Menschen allergisch auf Tem. Ist okay, Tem versteht. Okay, das mit dem Ei war, das hat mich gekriegt. Das hat gekocht, Ei. Sekunde, muss mal kurz ein bisschen lachen. Auch allergisch auf Tem. Und die Tems. Und na toll. Wenn es Tem allergisch auf Mensch. Na toll. Huifs. Pilztanz. Was könnte das bedeuten? Symbolisiert meine innere Qual, von meiner Hüpf festgehalten zu werden. Mein Kampf weiterzugehen, meinen Kampf zu fliehen, was nützt nichts. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Ja, irgendwie schon. Statue von Tem, sehr berühmt. Sehr. Oh ja, zu putzig. Hoi, willkommen im Temp-Shop. Oh, was können wir kaufen? Wir haben kein Geld. Temp-Flakes. NG. Ja. 3G für vielleicht nochmal 20G für Studiumzahlen. Das ist ja schon. 1000 G für Studiumzahlen. Ach, sehr schön. Wir kaufen. Wir können unseren Kramapfel verkaufen. Boah, das Kramapfels. Ich will Kramapfel. Aber er muss für Studium zahlen. Tim mag die mit Kramapfels. Tim kauft Kramapfels für 6G. So, jetzt kann ich mal was kaufen. 2B. Essen für Tim. 2 HP. What the fuck? Studium kaufe Tempel. Großartig. 2 HP bringt so gut wie gar nichts. Jetzt haben wir Apfel verkauft.
Sehr schön, ich kaufe mir aber trotzdem einen Templake. Red mal. Hoi, ich bin Timmy. Hoi, ich bin Timmy. Timms haben tiefe Geschichte. Ah ja. Ja. Geh zum Timmladen. Ich bin im Timmladen. Okay. Zum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tammy-Flakes. Können wir wahrscheinlich 7 HP aufheilen. Ja, sehr schön. Ja, ich hoffe, wir müssen in der nächsten Zeit nicht kämpfen. So, können wir zurück zum Fährmann gehen und uns dann zurück in die Stelle bringen lassen, wo wir hier waren. Jetzt haben wir uns noch das Tempeldorf angeguckt. Sehr süß. Ich gehe mal zurück. Das war es wert, hier nochmal zurückzugehen. Hier unten müsste der Fährmann sein. Ja, da ist er. Tralala, möchtest du mitfahren? Im Bus mitfahren? Ja. Zum Hotland bitte. Los geht's. Ein rennender Hund. Auf den wir retten. Okay. Tralala, Timmy Dorf. Traum vor dem dunklen Laternen. Ja, war nicht schlecht, das Timmy Dorf. Komm doch mal wieder vorbei, Tralala. Soll ich nochmal speichern? Das eigenartige Dorf müssen wir uns gleich nochmal angucken. Oha, das ist tatsächlich ein eigenartiges Labor. Oh, hallo. Aha. Ich von hinten. Du selbst. Unser Profil von vorne, von hinten. Faszinierend. Es ist zu dunkel, um in der Nähe der Wand etwas zu erkennen. Es ist zu dunkel, um was zu erkennen. Was passiert? Es ist hell. Oh, du liebe Güte! Ich habe nicht erwartet, dich so bald hier bei mir zu sehen. Ich bin nicht geduscht, kaum angezogen, alles ist durcheinander und... Hallo, ich heiße Dr. Elfes und ich bin Askurs klinische Forscherin. Aber ich bin keine von den Bösen. Tatsächlich habe ich, seit du die Ruinen verlassen hast, dich und deine Reise durch meine Konsole hier überwacht. Deine Kämpfe, deine Freundschaften, einfach alles. Ursprünglich wollte ich dich aufhalten, aber dich auf dem Bildschirm zu beobachten, lässt mich mit dir fiebern. Also, nun möchte ich dich helfen. Mit meinem Wissen kann ich dich ganz leicht durch Hotland führen. Ich kenne einen Weg direkt zu Askursburg, kein Problem.
Aber allerdings, da gibt es nur ein kleines Problem. Vor langer Zeit habe ich einen Roboter namens Metatron gebaut. Ursprünglich sollte er ein Unterhaltungsroboter werden. Du weißt schon, wie ein Roboter, Fernsehstar oder sowas. Egal, kürzlich entschied ich mich dazu, ihn zu verbessern. Du kennst das sicher. Ein paar kleine praktische Feinheiten, wie zum Beispiel anti-humanitäre Kampffunktionen. Natürlich. Als ich wusste, du kommst, wollte ich auf der Stelle diese Funktion wieder entfernen. Und glücklicherweise unterlief mir dabei ein klitzekleiner Fehler. Und nun ist er eine unaufhaltbare Tötungsmaschine. Aber hoffentlich begegnen wir ihm nicht. Das wird bestimmt passieren. Hast du etwas gehört? Das war ja klar. Oh nein. Oh ja. Wie gemeint, Lindis. Zu unserem heutigen Quiz-Show. Oh Mann, ich kann euch nicht euch sagen, es wird großartig werden. Einen großen Applaus für unseren wundervollen Kandidaten. Noch nie zuvor gespielt. Kein Problem, es ist ganz einfach. Es gibt nur eine Regel. Antwort richtig. Oder du wirst sterben. Was? Metatron greift an. Na toll, noch ein Kampf. Und ich habe nur Tamiflakes mit dabei. Na toll. Heulen? Heulen ist gegen die Regeln. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Was ist der Preis für die eine richtige Antwort? Gnade. Die Quizshow geht weiter. Temflakes bringt viel. Sie ist ein toller Preis. Wie heißt die Königin? Die Königin mit vollem Namen. Asgore. Korrekt. Die Quizshow geht weiter. Wenn es gehen Regeln. Genug zu dir, jetzt bin ich dran. Aus was bestehen Roboter? Hoffnung und Träume. Fremd. Quizshow geht weiter. Wenn es gehen Regeln. Jetzt noch etwas Einfaches. Zwei Züge, Zug A, Zug B von das letzte Titel. Station B, Station A. 500. Du wirst dauern bis. Falsch. Quizshow geht weiter. Ich heule, weil es geht regeln. Wie viele Fliegen sind in diesem Behälter? Ja, ich bin fast tot. Diese Quizshow geht weiter. Was für Fragen. Hören, es geht Regeln. Zeit, die großen Geschütze aus. In der Dating-Simulation Mew Mew Kissing Cutie. Was ist Mews Lieblingsessen? Ich denke, Geschmack und sie ist. Es ist meine Lieblingsschwelle. Das ist die wichtigste Botschaft über Freundschaft und. Elfes. Du wirst doch wohl unseren Kandidaten nicht helfen, oder? Du sollst mich fragen. Ich werde eine Frage stellen. Du weißt die Antwort mit Sicherheit auch. Für wen stirbt Dr. Elfes? Den Menschen. Wirklich? Oh, warum? Wie selbstgefällig kann man sein? Ich liebe es. Und obwohl du völlig
falsch liegst, hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe gesehen, wie sie dich auf ihren PC beobachtet hat. Lächelt, wenn du erfolgreich bist. Kreischt, wenn du scheiterst. Und immer, immer flüstert. Nein, falsch, du musst dort in Dank gehen. Ihre eigenen Art und Weise, wenn das nicht lieb ist. Gut, gut. Mit der Hilfe von Dr. Elfes hat die Show keinerlei Drama mehr zu bieten. So können wir nicht weitermachen. Aber das war nur die Pilotfolge. In der folgenden Sendung gibt es mehr Drama, mehr Romanzen, mehr Blutvergießen. Man sieht sich, mein Lieben. Na, das war vielleicht etwas. Okay, warte. Lass mich dir meine Telefonnummer geben. Dann vielleicht, falls du Hilfe brauchst. Woher hast du dieses Telefon? Es ist veraltet. Es kann nicht mal Textnachrichten versenden. Warte, bitte einen Augenblick. Aha. Hier, ich habe es für dich verbessert. Jetzt kannst du texten, Items verwalten und hat einen Schlüsselbund. Ich habe dich sogar für das soziale Netzwerk im Untergrund angemeldet. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Hehe. Hehe. He. Ich werde mal ins Badezimmer gehen. Handy Dimensionsbox A, Dimensionsbox B. Wähle. Es nimmt niemand an. Okay, jetzt haben wir wieder 3 HP. Sehr schön. Es ist eine Tüte mit Hundefutter. Sie ist halb voll. Okay. Der Kühlschrank ist voller Instant-Nudeln und Limonade. Nudelpackung mitnehmen? Auf jeden Fall. Da hältst du die Instant-Nudeln. Sehr schöne Instant-Nudeln. Was bringen die? Instant-Nudeln heißt die HP mit allem, was ein schnelles Mal benötigt. Ah ja. Eine ausgeleierte Figur eines weiblichen Menschen mit Katzenohren. Ist ein Computer, er gräft auf ein Rätsel in Snowden zu. Es scheint eine Notiz für etwas zu sein. Es wurde schnell hingekritzelt. Ist es eine Lösung für ein Spiel? Okay. Auf dem Schild steht Badezimmer. Gelbe Füße tapsen hinter der Tür umher. Oh, okay, hier können wir hoch. Wissenschaftliche Bücher, sie sind sehr verstaubt. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Lesen. Du wirfst einen Blick in das Buch. Es ist ein Comic über einen Roboter, der eine Alien-Prinzessin bekämpft. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. VHS und DVDs zu diversen Cartoons. Wir tragen alle den Titel Menschengeschichte. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Du wirfst einen Blick auf das Buch. Es ist ein Comicbuch. Zwei leicht begleitete Köche bewerfen sich mit Energie. Pfannkuchen. Scheint nicht wirklich zusammenzupassen. Aha. Diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Du wirst einen Blick in das Buch. Es ist ein Comicbuch. Ein hässlicher Androide rennt mit Toast im Mund zur Schule. Es scheint spät dran zu sein. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. Ah ja. Da ist jemand Menschen fixiert. Pinkes, klebriges Zeugs tritt aus dieser Maschine.
Pink ist die Belastung, tritt auch zusammen. Ja, okay. Eine Kettensäge. Sieht aus wie Elfes Arbeitstisch. Staub hat sich angesetzt. Ja, drum ist voller dreckiger Labormäntel und einem sauberen Kleid. Hier liegen Briefe von vielen Monstern. Vorgeht Snowy Doggo. Sind alle ungeöffnet. Eine unglaubliche Erfindung ist das Bett benutzt, faltet es sich zu einer Box, die man leicht zeichnen könnte. Es ist ein Promo-Poster für Metatons TV-Premiere. An der Lasche steht: Vielen Dank, dass meine Träume wahr wurden. Ist ja schön. So, okay, mein Müll, ein Mülleimer. Er ist ziemlich putzig. Wenn wir jetzt zurückgehen, werden wir wieder hier. Hier kommen wir nicht weiter. Es handelt sich um eine Videoüberwachung deiner Position. Okay. Durch die Wand können wir nicht gehen. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Elfes, aktuellste Statusmeldung. Ich konnte Undyne nicht gegen den Menschen kämpfen sehen. Aha. Elfes, aktuellste Statusmeldung. Sie ist sowieso unbesiegbar. Ich frage sie einfach später. Elfes, aktuellste Statusmeldung. Jetzt rufe ich den Menschen an. Ich werde ihm helfen. Okay. Vulcan zieht umher. Ja, wir können nicht wirklich kämpfen. Wir haben ja nur Tempo-Flakes. Und sind Game Over. Das ist tragisch. Wird jetzt Speicherpunkt. Auweia. Der ist hier. Soweit waren wir auch schon. Statusmeldung müssen wir nicht nochmal lesen. Okay. Dann ruf mich auch an. Nicht nur sagen. Elfes, aktuellste Statusmeldung. Ich rufe ihn in einer Minute an. Okay. Das Zwischengeräusch von Dampf. Es erfüllt dich mit Entschlossenheit. Okay, speichert. Elfes, aktuellste Statusmeldung. Ich will das nicht machen. LMAO. Aha. Thunderplane ist im Weg, aber nicht mit Absicht. Du erzählst Thunderplane, dass sie putzige Flügel hat. Ja. Hm. Ach komm, wir fliehen. Nein, wir können nicht fliehen. Verdammt. So, da können wir jetzt nicht rüber. Mist. Das war das Rätsel lösen. Elfes aktuelle Statusmeldung. Oh mein Gott. Ich hatte meine Hand für 5 Minuten auf der Taste. Oh mein Gott, ich werde sie jetzt gleich. Ich werde es jetzt gleich machen. Ich werde anrufen. Die weiß schon, dass ich mitlese. Okay, wo geht's hin lang?
Was haben wir? Eine rostige Pfanne liegt auf dem Boden. Nehme ich mit. Ah, okay. Das bringt ja sehr viel. Okay. Wird man da lang gehen. Ring, ring. Klick. Aufgelegt, bevor du die Chance hattest zu antworten. Ah ja.